So. Danke. Eieieiei. Dimitri war das, ne? Dimitri wollten uns kommen. Da hinten ist Dimitri. Den gucken wir an meiner Dimitri. Stimmt, eigentlich müssten wir hier auch noch mit den Leuten reden, aber wobei doch da hinten sind welche. Bezüglich des Kairan. Wobei ich glaube, wir sogar schon fast alles für zusammen haben. Hi. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Wohin so eilig, Freundchen? Okay, die reden mit mir nicht über den Kairan. Wohl nicht. Sag mal, da hinten ist ein blaues Symbol. Gehen wir doch mal dahin, wo das blaue Symbol ist. Meine Mutter sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder so. Nein. Schon mal den Kairan gesehen, das Flussmonster? Oh ja, aber ich will nicht darüber reden. Nüch? Red schon. Wir üben das mit unseren Zeichen. Es ist groß wie eine Scheune. Mit Schleim überzogen, hat riesige Tentakel. Tod ist Menschen und Tiere von den Booten. Tentakelmonster. Schnell wie hungriger Vampir. Okay. Hat Leuten aufs Maul. Sei bloß, dir gefällt es hier. War jetzt aber nicht ganz so hilfreich, ne? Aber dafür gibt's viele Mäuler zum Brauchen. Das sind auch nur Wachen. Ja gut, dann gucken wir die Dimitri. Dimitri kriegt einen aufs Maul. Hoffe ich. Dimitri. Da soll mich doch! Ivor. Mitro. Guten Tag. Okay, hier ist nichts. Vielleicht unten. Kann das... Los. Polier ihm die Fresse! Ich kann die Visagen nicht mehr sehen. Also den Dimitri sehe ich jetzt hier nicht. Also... Weißt du, wie so eine Hexe mit einer Striege treibt? Also mit den Kunden, warte mal. Der hier wahrscheinlich, ne? Arbeitest du für Dimitri? Ja. Wer will das wissen? Ich komme hier langsam durcheinander. Wer schickt dich? Die Metze? Die Fistech-Brenner? Oder Loredo? Raus mit der Sprache! Ich hörte, ihr hättet einen Troll erlegt. Das geht dich einen Dreck an. Hast du je vom Schlechter von Blaviken gehört? Hat doch jeder. Angeblich kann der mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Also, stimmt, er. Das kann ich. Wenn du mir nicht sagst, wo Dimitri ist, dekoriere ich die Wände hier mit deinen Gedärmen. Lecker. Immer mit der Ruhe. Rede. Dimitri hockt auf dem Friedhof hinter diesem stinkenden Nest. Siehst du, es geht doch, wenn du dich bemühst. Fein. Ganz fein. Warte, und hier hinten ging es dann wahrscheinlich ins Bordell, warte. Ich hab da nämlich noch nicht reingeguckt. Du bist süß. Erst das Geld. Wozu zahle ich denn Steuern? Puh. Erst das Geld. Okay, warte. Na klar, Süße. Lobe die Göttin. Wer war denn dieser Volltest? Kleine Nummer? Wahrscheinlich will sie sowieso das Voller haben. Oh, nee. Tschüss.
komm, da habt ihr doch nur drauf gewartet. So. Wir können wieder rausgehen. Hallo Triss, ich habe nichts gemacht. Wie vorwurfsvoll sie aber schon wieder guckt, ne? Okay, sie hat aber nichts so zu erzählen. Ist vielleicht auch besser so. Ohne meinen Anwalt sage ich nicht, er ist so. Ist so, Britting. Weißt du, so der Blick. Ich weiß, was du gerade getan hast. Brauchst du mir nicht sagen? Ich weiß das ganz genau. Ich habe dich da runtergehen sehen. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Oh Gott. Triss darf auch echt nicht wissen, was wir im ersten Teil alles getrieben haben. Ohne Scheiß. Wir haben tatsächlich echt, ich glaube, mit jeder einzelnen Frau im ersten geschlafen. Ey, das ist unfassbar. Aber zu meiner Verteidigung, der Chat war schuld. Ich habe nur gefragt, so hin war. Das war jetzt meine Entscheidung. Huch. Warte, falsche Richtung. Da muss. Nee, was? Warte. Doch, da. Da lang und da hoch. Geht's hier schon zum Friedhof? Ja. Ja, hier ist der Friedhof. Hier möchte ich zwar nicht umsonst beerdigt werden, aber hey. Das schon. Speichern. Loredo merkt doch, dass das ein stinknormaler Elf ist und kein Eichhörnchen. Einen Scheiß merkt er. Hat der hier spitze Ohren? Hat er. Wir packen ihn noch in grüne Lumpen. Dann rückt Loredo den Hunderter raus. Marlena kassiert angeblich noch mehr. Mit Wärtern macht man mehr Kohle als mit Elfen. Kein Wort mehr über diese Schlampe, verstanden? Verräterin, bald rechne ich mit dem Luder ab. Du hast sie eben nicht richtig besorgt. Kannst ihr ja nicht vorwerfen, dass sie Ansprüche stellt. Er hat eine Plauze. Und der starre Kerl da auf dem Boden ist wer? Der neue Untermieter unseres Eichhörnchens. Irgendein Spitzel aus Wysimar. Loredo wollte ihn loswerden, da trifft sich's, dass noch Platz auf dem Friedhof frei ist. Sieht nicht aus wie ein Spitzel. Tun sie nie, wenn sie kalt sind. Los, durchsuchen wir ihn, ehe er in der Erde landet. Bist du Dimitri? Warum willst du das wissen, Arschnase? Weil ich schöne Grüße vom Troll bestellen soll. Keine Zeugen, bringt ihn um! Okay, aua, aua! Okay, Dimitri, lassen wir kurz Dimitri sein. So. Hallo, Captain Lauch. So ein bisschen sieht das echt unnatürlich aus. Also, na gut, schlank kann man dazu nicht mehr sagen. Das ist echt dürr. Also dürr. Echt dürr. Ich bin kein Elf. Das bin ich in Ruhe. Und du auch gleich mit. Du brauchst Schaden? Ja, doch, kriegt er. Da liegt er. Jo. Schlüssel zum Banditenversteck. Solides Langschwert. Okay. Können wir mit dem Langschwert irgendwas anstellen? Oh ja, können wir. Das ist deutlich besser. Wir haben eine neue Schwäche. Jetzt können wir auch direkt zum Troll gehen. Und speichern. Hier geht's runter. So, ich hoffe, dass der Troll jetzt aufhört zu trinken. Ist er bestimmt doch besser drauf. Runter. Noch einmal runter. Und Roll, wo bist du? Da. Schnaps her, Zwerg! Der Schnaps hat dir schon die Sicht vernebelt. Du kommst zurück?
Warum? Ich hab's mir anders überlegt. Nee. Ich habe die Mörder deiner Frau bestraft. Weib mein. Geh auf den Friedhof und sieh nach, was von ihnen übrig ist. Finde ich. Wirst du denn jetzt die Brücke ausbessern? Bessere ich. Aber deine Hände dürfen nicht mehr zittern. Kein Schnaps mehr. Gedanken jetzt friedlich. Okay. Dann holen wir bei Kurab deinen Lohn ab. Wo ist denn jetzt Kurab? Ach, in der Einhütte, okay. Das ist der Kerl. Okay, und wir sind kurz vom nächsten Level ab. So, für mich ist heute Feiern. Ich wünsche euch noch viel Spaß und später eine gute Nacht. Ja, auch eine wundervolle gute Nacht, Mappa. Schlaf schön und wir schreiben dann, denke ich mal, die Tage. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Also, was hat lang, aber, ne? Dass du dabei warst. Wir machen da jetzt auch nicht mehr so lange. Ich habe jetzt mit Frühschuss abgemacht, ich mache noch eine Stunde. Weil morgen muss ich ja, wie gesagt, früh raus. Aber eine Stunde machen wir noch. Das war jetzt den Durch noch mal abgesprochen. Ein bisschen was möchten wir ja auch noch schaffen und sehen und, ne? Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was von der Story so mit. Vielleicht können wir ja den Kairan schon ein bisschen niedermetzeln. Wäre ja nicht verkehrt. Weil dann ist nämlich der nächste Stream erst wieder Sonntag. Davor möchte ich gerne noch ein bisschen was. Du schuldest mir 200 Orens. 100 bekommst du. Du Drecksack. Du Dieb. Er hat 200 gesagt. Da hast du die 200 Orens. Danke. Stick dran. Du hast gesagt, ich krieg 200. Wenn, dann muss man sich auch an sein Wort halten. Und nicht einfach hier nur 100 rausdrücken. Wo kommen wir denn da hin? Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Vielleicht. Was machen wir? Wo machen wir das hier mal? So. Neckar. Ja, jetzt ist die Frage, wo kriege ich das Zeug für die Neckar her? Um die Dinger zu zerstören, brauche ich ja Bomben. Wir sind primitiv. Neckar sind keine Einzigen. Emi. Bergewildejagd. Wo kriegt ihr das Zeug her? Wie könnt ihr das zulassen? Siehst nicht gut aus, mein Junge. Ja. Ich würde gerne das mit den Neckern erledigen. Oder kann ich das auch mit der ganz normalen Bombe erledigen? Wir probieren es einfach. Ich weiß ja, wo das erste Nest ist. Und wenn es mit der Bombe nicht geht, verliert er sie so oft? Dann muss ich wirklich gucken, wo die anderen, wo ich das Rezept herkriege dafür. Nein, hier geht's nicht lang. Das war jetzt der erste Neckartunnel, war glaube ich hier und dann links.
Da, glaube ich, in die Richtung. Nein, du bist eine Endriage. Bist du aber hässlich. Nimmt mittlerweile aber gut Schaden. Ich bin doch falsch gelaufen. War denn das erste Endriagen-Nest? Oh, ihr... Neckernest. Ihr seid ekelhaft, ihr Viecher. Lasst mich doch einfach mal... Okay, machen. Hier ist auf jeden Fall eins. Ich muss dieses Nest hochjagen. Also erstmal hier die Neckar töten. Dann schauen wir mal. Ich muss dieses Nest hochjagen. Jetzt ist so die Frage. Ich muss dieses Nest hochjagen. Was ist die zweite Taste dafür? Bin ich hier irgendwie... ich bräuchte ich mal... Ich muss dieses Nest hochjagen. Ja, nee. Damit habe ich nur... Ich muss dieses Nest hochjagen. Hm. Nee. Kathete war, glaube ich, die Bombe, die benötigt wird. Ja, ich dachte nur, vielleicht funktioniert es auch mit der anderen. Weil ich finde das Rezept dafür nicht. Ich weiß nicht, wo ich das Rezept erlernen kann. Für die Bombe. Ich habe es in den Läden, die wir in der Stadt haben, bisher noch nicht gefunden. Ich kann noch mal nachgucken. Aber ich weiß halt echt nicht... ich jetzt überhaupt richtig? Ja. So aus dem Glück in mein Bettchen. Ich sage mal gute Nacht in die Runde und viel Spaß euch noch. Danke und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für dein Lurk und dein Raid. Und dir eine wundervolle gute Nacht. Und ich hoffe auch bis zum nächsten Mal. Zu kleinen Vorwarnung, wir spielen immer Mittwochs Witcher. Ansonsten spielen wir mal andere Spiele. Also falls du sonst mal Zeit und Lust hast, kannst du jederzeit gehen. Mal vorbeischauen. Jo. Gut, wir gucken einfach nochmal. Hat vielleicht... Warte mal, hat vielleicht der Elf... Bei dem konnte man auch was kaufen. Hat vielleicht der irgendwas? Da habe ich nämlich noch gar nicht nachgeguckt. Dass der vielleicht sowas hat? Wäre eine durchaus realistische Möglichkeit. Ja. Schema. Ja. Oh mein Gott. Das war die richtige Idee. So. Ja, die das Richtige. So. Runter. Und pass auf. Jetzt fehlen uns die Zutaten dafür. Meditation. Alchemie. Nein, wir haben sie, Gott sei Dank. Ich stelle mal 6 her. Wunderbar. So. Okay, und jetzt können wir wieder zu dem Neckernest. Allzeit bereit. Kredit ist ausgerüstet.
Ah, hier ist das erste Leckernapf. Also die haben hier echt ein Leckerproblem. Sehr schön. Kann ich das ausrauben? Nee, ist leider nicht wie in Witcher 3. Okay, dann brauchen wir ja nur noch 3. Okay, nee. Aua! Alter, ihr fiesen Möps. So, jetzt brenne ich. Aber 2 von 4. Ja, schon mal was. Mein Ernst. Ja, ich suche erstmal das nächste Nest. Danach kann ich gern gegen euch kämpfen. Ja. Ich bin zu alt für sowas. Gut, gefunden. Dann wäre es nur noch 1. Das wird jetzt wie Nadel im Heuhaufen. Seiden wir im Glück. Das eine, was ich jetzt gesprengt hatte. Auch das, was wir eben gefunden hatten. Wo ist das letzte Nest? Ich glaube, wir entfernen uns aber zu weit davon, oder? Eine Radiusbegrenzung wäre ganz toll gewesen. Lecker, lecker. Das ist ein Endriago und eine Falle. Hi. Das denn? Ohne Scheiß, ich find's nicht. Leckernest. Leckernest. Das ist ein Mensch. Das ist kein Nest. Hier war mal eins. Aua. Das will mich jetzt töten.
Bin ich blind? Hallo. Irgendwas will mich töten. Wieder eine Falle gewesen. Okay, hier wird aber kein Leckernest sein. Nein, da laufe ich nicht schon wieder rein. Da laufe ich rein. Da laufe ich auch rein. Ah! Da ist es. Oh, ein Leckertunnel fehlt noch. Einer. Wo? Ja, hier ist wieder das eine Ding, was wir schon getötet haben. Aua. Hier wollen sie in dieselbe Falle reinlaufen. Yep. So, jetzt wünschte ich mir tatsächlich, die Necker würden auftauchen, dann würde ich das Ding wenigstens finden. Da haben wir es auch erledigt. Da kommen wir zurück im Lager. Mach die Biege, du Witzbold! Jaha. Ich geh doch schon. Bin doch schon weg. Nichts? Schau mal. Vielleicht einfach gleich links halten. Ah ne, das ist ein Stein. Ich glaube, hier ist kein Leckernest mehr. Tauchen auch keine mehr auf.